Ephesians 3, the verse number 20. Epheserbrief 3, Vers 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, der in uns wirkt. I want us to understand how we can experience all that which God has given to us. Ich möchte, dass wir genau das anschauen, wie wir all dem erleben können, was Gott uns gegeben hat. Now, to know is one thing, and to experience what you know is another thing. Etwas zu erkennen ist die eine Sache, aber das Erkannte zu erleben ist eine ganz andere Sache. Most of the time we see the Christians. In vielen Fällen sehen wir die Christen. And we don't see the reflection. We don't see any reflection of that which God has promised in our lives. Und wir sehen keine Spiegelung der Verheißung Gottes in unserem Leben. So God has done what he's supposed to do. Gott hat das getan, was tun sollte. And the Bible spells it so well to us that he has done it all. Und die Bibel macht uns das ganz deutlich, dass alles getan hat. He has finished his work. Hat sein Werk vollendet. God has given to us all blessings. Gott hat uns alle Segnungen gegeben. That which described our well-being has been given. Also das, was unser Wohlergehen beschreibt, wurde uns gegeben. So how do we then walk in the reality of them? So, wie wandeln wir nun in der Wirklichkeit dieser? So that is a question we want to answer today. Und genau diese Frage möchten wir heute beantworten. So how does the grace of God becomes experiential in our lives? Wird nun die Gnade Gottes experimentiell, also nur zum Versuch in unserem Leben? So how can we walk in these realities? Wie können wir in diesen Wirklichkeiten wandeln? How can we graduate from information to experience? Wie können wir aus der Information oder informiert sein zum Erleben hinkommen? So here Paul tells us that now unto him that is able to do. Dem aber, sagte Paulus, der über alles hinaus zu tun vermag. God is able to do. Also Gott vermag wirklich zu tun. So what Paul is telling us is that God has the ability. He has the capability to do whatever he wants to do. Also was Paulus uns hier übermittelt, ist, dass Gott ist fähig. Gott ist auch in der Lage, das zu tun, was tun vermag. Amen. Amen. So the power with which God does whatever he do is in us. Die Kraft, womit Gott seine Taten vollbringt, diese Kraft ist in uns. God's creative abilities. Gottes schöpferische Fähigkeiten. What makes God who God is? Das, was Gott zu Gott macht. His mightiness, ja, seine Mächtigsein, is in us. Ist in uns. The Bible tells us that God's might, dass Gottes Stärke, Gottes Macht, sagt uns die Bibel, the power of God, die Kraft Gottes, is Christ, ist Christus, is his son Jesus, ist sein Sohn Jesus. 1. Corinthians 1, the verse 24. 1. Korintherbrief 1, Vers 24 gibt uns diesen Hinweis, that Jesus Christ, Jesus the power Christus, of God and the wisdom of God. Die Kraft und Weisheit Gottes. And so he says, unto him who is able to do. Dem aber, der alles zu tun vermag. So what God does, also was Gott tut, has no limitation. Hat keine Begrenzung. His power has no limits. Seine Kraft ist grenzenlos. His ability is not specified. Seine Fähigkeit ist nicht spezifiziert. He can do whatever. Kann alles tun. Anything that he desires, he can do it. Was auch immer verlangt, kann's tun. And this ability,
Und diese Fähigkeit, God has given it to man. Gott hat diese Fähigkeit dem Menschen gegeben. God has placed this ability in us. Gott hat seine Fähigkeit in uns gelegt. Amen. Amen. But we don't see the manifestation. Doch wir sehen die Manifestation nicht. We don't see the abilities of God manifesting in our lives. Wir sehen die Fähigkeiten Gottes nicht, die sich aber in unserem Leben sichtbar werden. So Paul tells us, deswegen sagt uns Paulus, unto him who is able to do, nämlich dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, exceeding abundantly, nämlich über die Maßen mehr, above all that we ask or think, nämlich als wir erbitten oder erdenken. Amen. Amen. Very important. I want us to follow up today. Also heute möchte ich, dass wir das mitfolgen. God is able to do exceeding abundantly. Also Gott vermag nämlich alles über alles hinaus zu tun. Amen. We all agree with that. Und damit stimmen wir alle überein. He's able. Er ist in der Lage. Exceeding abundantly. Wirklich über, also alles über hinaus zu tun. Then Paul says, according to what we ask or think. Und nun sagt Paulus, das alles geschieht gemäß dem, was wir erbitten oder erdenken können. So this shows to us that, das zeigt uns, what limits the power of God within us, das, was die Kraft Gottes in uns begrenzt, is what we ask and think. Ist nämlich das, was wir erbitten und erdenken. So our thinking, also unser Denken, limits the power within us. Begrenzt die Kraft in uns drin. Amen. Amen. So God, who is almighty, Gott, der allmächtig ist, can be limited by man. Kann durch den Menschen begrenzt so werden. So man has the ability to limit the almighty God. Also der Mensch hat die Fähigkeit, den allmächtigen Gott zu begrenzen. By the way he thinks. Durch seine Denkweise. So, I want to make a statement today. Heute möchte ich eine Aussage treffen. You know, God has been imprisoned by our mind. Denn Gott wurde durch unser Denken, unser Gesinnung eingesperrt. Can you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? That God Almighty, Gott, der Allmächtige, who can do exceeding abundantly above, also der all, über alles hinaus tun kann, und zwar weit über und mehr. But for you and for me, doch für dich und für mich, our mind becomes his prison. Also unser Sinn, unsere Gesinnung ist Gottes Gefängnis. He becomes limited, so wird, even though he is unlimited. So wird Gott in unserem Sinn begrenzt, obwohl er grenzenlos ist. Because God wants to walk through us. Warum? Denn Gott möchte ja durch uns wirken. Amen. Amen. If we are not in the equation, wenn wir nicht in der Gleichung wären, God does what he wants. Dann tut Gott, was er will. Amen. Amen. But when it has to do with man, doch wenn es um den Menschen geht, and the environment with which man lives, und es hat mit der Umwelt des Menschen zu tun, God has to go through man. Gott musste durch den Menschen wirken. And the thinking of man, und das Denken des becomes Menschen, becomes a limitation to what God can do. Wird nun die Begrenzung dessen, was Gott zu tun vermag. Amen. Amen. So when we understand that our mind is very important, wenn wir begreifen, dass unsere Gesinnung sehr wichtig ist, our thinking is so important, nämlich unser Denkweise sehr wichtig ist, that we have to align to what God is thinking, dass wir uns den Gedanken Gottes fügen müssen. Amen. Amen. Because God has given to us everything. Denn Gott hat uns alles gegeben. The Bible tells us in Romans 8, the verse 32. Die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 32. He spared not his son. Nämlich er hat seinen Sohn nicht verschont. He has delivered him to us. Er hat ihm uns überliefert. That he will not give nothing without his son.
Und er hat es so gemacht, dass er uns nichts geben kann ohne seinen Sohn. So he has given to us all things by giving to us Jesus Christ. Und dementsprechend, als er uns Jesus gab, gab er uns alles. So Jesus Christ that lives in us. Also Jesus Christus, der in uns lebt. Is the all things of God. Ist wirklich alles für Gott. Is God's all blessings. Er ist die Segnungen Gottes durch und durch. Is God's all abilities. Er ist Gottes Fähigkeit und zwar von A bis Z. Is in us. Er wohnt aber in uns. Is in our spirit. Er wohnt in unserem Geist. But how do we then experience this greatness, this blessing, this creative power? Wie erleben wir nun diese Größe, diese Segnungen und diese schöpferische Kraft? Amen. Amen. So Paul says our thinking obstructs the working of God in our life. Und Paulus drückt hier aus, dass unsere Denkweise hindert das Wirken Gottes in unserem Leben. So he says according to the power that worketh in us. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. So God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Gott also ist in der Lage, über alles hinaus zu tun, nämlich über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Now, this ask or think is not optional. Also dieses Erbitten oder Denken, es ist nicht optional, es ist nicht entweder oder. So it's not talking about the fact that maybe it's A or B. Es heißt nicht so, wenn man sagt, entweder ich denke oder ich bitte. Darum geht's nicht. It's identical. Es ist beide identisch. So he's saying the asking and the thinking are the same thing. Nämlich das Erbitten und das Erdenken ist eine und dasselbe. So the way we ask. Die Art und Weise, wie wir bitten. Is according to our thinking. Ist sowieso gemäß unserem Denken. Amen. Amen. So you cannot ask something. Du kannst nicht um etwas bitten. And you are thinking the contrary. Und du denkst gleichzeitig das Gegenteilige. So your thought must correspond to what you are vocalizing. Also deine Gedankengang muss entsprechen das, was du aussprichst. So the most important thing is your thinking. Dementsprechend ist das Wichtigste dabei, nämlich deine Denkweise. So what are you thinking? Was denkst du? What is your thoughts? Was sind deine Gedanken? What do you think about yourself? Also was denkst du über dich selbst? What do you think about your environment? Was denkst du über deine Umwelt? How do you see the things that comes against you? Wie schaust du die Dinge an, die gegen dich kommen? Because your perception of yourself will determine your perception of things around you. Denn die Wahrnehmung deiner selbst entscheidet über deine Wahrnehmung um die Dinge um dich herum. And so God, which lives within us, dementsprechend Gott, der in uns wohnt, comes through our mind, also kommt durch unser Sinn. And then imprint to us the mind of Christ. Und er prägt uns ein, nämlich den Sinn Gottes. So that we may see as Christ sees. Damit wir genauso sehen wie Christus. Because what you see is what you will possess. Denn das, was du siehst, ist genau das, was du besitzt. Your perception is that which determines what you will receive. Deine Wahrnehmung entscheidet über das, was du empfängst. If your perception is wrong, wenn deine Wahrnehmung falsch ist, your result will also be wrong. Entsprechend wird auch dein Resultat falsch sein. So God is so meticulous about what we see in life. Also Gott ist wirklich ganz genau über das, was wir im Leben sehen. Even though we Christians, auch wenn wir Christen sind, even though all the promises has been given to us, auch wenn uns alle Verheißungen gegeben wurden, they are established. Diese Verheißungen sind gegründet. Amen. Amen. We can only access them. Wir können nur den Zugang zu diesen Verheißungen haben. Wenn unsere Denkweise correspond to that which God has done. Nämlich entspricht dem, was Gott getan hat. Amen. Amen. If God says you bless, wenn Gott sagt, du bist gesegnet, and you think the contrary, und du denkst, du bist verflucht, you will never get into the blessings of God. Also du wirst nicht in Gottes Segen hineinkommen.
Amen. Amen. Even though you are blessed. Auch obwohl du gesegnet bist. Your mind will hinder the blessings of God to manifest. Deine Denkweise wird verhindern, dass diese Segnung Gottes sichtbar werden in deinem because Leben. Because God cannot do anything to you and I without our consent. Denn Gott kann nichts für uns tun, ohne unsere Zustimmung. So God wants to renew our mind. Deshalb möchte Gott unseren Sinn erneuern. He wants to make our mind new again. Er möchte unseren Sinn wieder neu machen. Amen. Amen. Renew simply means taking the old things away and establishes in our mind the new things. Erneuern heißt, man nimmt das Alte raus und gründet Neues hinein. The things which belongs to Christ. Nämlich die neuen Dinge, die zu Christus gehören. He wants our mind to be identical to the things of Christ. Er möchte, dass unser Sinn identisch ist mit den Dingen Christi. So that the power which is within us, damit die Kraft, die wir in uns tragen, will begin to work. Fängt an, aus uns herauszufließen zu unserem Guten. Halleluja. Amen. So it is very, very important. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, for us to understand that without our cooperation in our mind, dass für uns zu begreifen, dass ohne unsere Mitarbeit, ohne unsere Kooperation im Sinn, we cannot walk in the manifestation of what God has given to us. Wir können nicht wandeln in der Manifestation dessen, was Gott uns schon geschenkt hat.